Mein Name ist Matthäus Metz, ich bin PhD-Student und Assistenzarzt auf der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel. In meiner Arbeit geht es darum, herauszufinden, wie das Hormon Leptin über das Gehirn und das autonome Nervensystem den Leberfettgehalt reguliert. Dazu haben wir drei Kohorten untersucht, in denen gesunde Probanden Leptin erhalten haben, lebertransplantierte Probanden, denen das autonome Nervensystem fehlt, Leptin erhalten haben, und zusätzlich haben wir in einer dritten Kohorte den Nervus vagus, einen der wichtigsten autonomen Nerven, direkt durch einen physiologischen Reiz aktiviert. Und in allen Kohorten haben wir die Freisetzung von Fetten aus der Leber mittels eines Infusionstests untersucht. Der Mehrwert für die Allgemeinheit ist bei Grundlagenforschung nicht immer direkt fassbar. Und ich bin froh, dass der Professor Zeilinger bei seiner Nobelpreisverleihung gesagt hat, ich kann mit Stolz sagen, das ist für nichts gut. Ich mache das aus Neugier, weil das ist der primäre Antrieb meiner Forschung, die Neugier. Aber im weitesten Sinne ist es schon wichtig zu entschlüsseln, wie das Gehirn mit den peripheren Organen kommuniziert, weil dadurch neue Therapiemethoden für Diabetes, für Fettstoffwechselstörungen, für Fettleber und im Endeffekt auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen entdeckt werden können. Das Besondere an meinem Arbeitsplatz ist, dass ich tagtäglich auf Menschen stoße, die mit Begeisterung Medizin machen oder Wissenschaft machen. Und das ist etwas, was einem im Alltag einfach total hilft, weil es einen motiviert und antreibt und einfach das Leben erleichtert und verschönert. Mein persönlicher Methadon-Moment hat sich in der medizinischen Chemie abgespielt. Ich musste öfters im Labor übernachten und es gibt dafür sogar ein Ausziehsofa in der medizinischen Chemie. Und eines Nachts bin ich mit Schreck aufgewacht, weil ein Mann vor meinem Bett stand, der mich in Todesangst versetzt hat. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das ein anderer Wissenschaftler war, der ebenfalls ein Bettchen gesucht hat.